Servus, liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ah ja, herrlich. Ich bin gerade unterwegs zu meinem Lagerplatz. Endlich ist es mal nicht mehr so heiß. Es ist schön kühl heute. Hier geht auch ein leichter Wind. Wunderbare Geschichte. Es hat auch geregnet. Es ist nicht mehr so trocken. Also wirklich große Klasse. Gerade ich mag diese heißen Temperaturen überhaupt nicht. Bin zwar trotzdem zum Übernachten rausgegangen. War ja auch beim Sepp und so weiter. Ja, aber ich genieße jetzt einfach mal das kühle Wetter. Mach gerade eine schöne Pause im Schatten. Ich habe noch einen kleinen Weg vor mir, halbe Stunde sowas. Ja, genau, wenn ihr dabei sein wollt, bleibt einfach dran. So, jetzt erstmal ein kleines Päuschen und ich mache mir jetzt keinen Kaffee, sondern trinke ein äußerst ungesundes Billig-Red Bull. Prost, Freunde. Ja, ich habe einfach keine Lust auf den Tarp, darum habe ich das originale Rainfly dabei von dem Zelt hier. Also komplettes Zelt heute. Möchte ich einfach mal machen. Habe ich richtig große Lust darauf. Na, wenn ich schon gerade dabei bin, möchte ich noch den Patrick Siebold grüßen. Servus Patrick und mich bedanken für das tolle Messer, das du mir zukommen lassen hast. Sehr schön. Mit TechLock hier. Große Klasse. Gefällt mir echt gut, das Messer. Toll in der Hand liegt das und ja, macht einfach Spaß. Ist jetzt standardmäßig an meinem großen Rucksack mit dran. Dann auch nochmal danke für den Hobo und vielen Dank, dass du uns den Hobo und Messer zur Verfügung stellst für die Verlosung bei meinem Bushcraft-Treffen. Genau, super Sache. Ich danke dir, Patrick, dafür. Herrlich, die Ruhe, einfach göttlich. Brauche ich auch, war jetzt viel draußen, trotz Hitze. Habe aber nicht immer ein Video gemacht, ich habe so einen kleinen Vlog gemacht. Ich war beim Sepp Fischer mit den Kindern. Toller Typ, echt super drauf, ganz entspannt. Klasse Sache, danke dafür, Sepp, nochmal, falls du das Video überhaupt siehst. Bist ja gut beschäftigt, hast nicht viel Zeit zum Schauen hier und da. Aber trotzdem nochmal vielen Dank. Jo, ich freue mich jetzt, also das nächste Highlight ist jetzt das Bushcraft-Treffen am 25. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Bei mir ändert sich auch wieder ein bisschen was. Also ich nutze immer jede Gelegenheit aus, um rauszugehen, weil ich nie weiß, wie oft ich das noch kann oder was dann kommt, dass ich vielleicht eingeschränkt bin und nicht mehr raus kann. Deswegen nutze ich das wirklich aus, als wenn es das letzte Mal wäre. Hört sich jetzt komisch an, aber so fühlt sich's an. Also ich mache das immer so, ich genieße das so extrem intensiv, sage ich mal, das Draußensein, als wäre es das letzte Mal. Genau. Jo, hoffe ich hoffe nicht, dass es so ist, aber ja, wie gesagt, man weiß nie, was kommt. Ja, die Hitze, die war ja extrem. Also es waren wirklich unangenehme Nächte dabei, auch im Wald. Zum Beispiel einmal im Katoma. Da habe ich gedacht, ich werde wahnsinnig. Schweiß ist runtergelaufen. Und auf dieser Gummimatte da, die Isomatte, das war einfach unangenehm. Da habe ich mir auch gedacht, ah, Katoma nehme ich dann mal nicht her für die heißen Tage. Dann doch lieber das Zelt wieder, also mit Tarp dann und so weiter. Weil da habe ich mehr Luft, also mehr Raum. Es zirkuliert besser als im Katoma. Erstaunlicherweise hält dieses Moskitonetz ja doch ziemlich die Luft ab, meine ich. War auf jeden Fall sehr schweißtreibend. Bis um 2 Uhr in der Früh. Bleh. Irgendwann ist da ein bisschen frischer geworden. An Schlafen war überhaupt nicht zu denken. Gar nicht gut. Ist nicht so dolle bei der Hitze. Winter ist halt cool, du kannst dich mal warm anziehen. Wenn es dir zu heiß ist, ziehst du ein bisschen was aus. Aber im Sommer bist du glackmeiert. Da hast du keine Chance. Kannst du nicht die Haut ausziehen, obwohl ich es ganz gern mal gemacht hätte. Ah, was ich noch sagen wollte, bevor ich ausschalte wieder. So, das Jetboil-Set ist jetzt komplett. Review war ja schon da. Boah, krass, das krallt sich da in die Kartusche ein. Ich habe jetzt endlich diesen Aufsatz, so dass ich normale Töpfe auch verwenden kann oder mal eine Bratpfanne. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Cool, das passt genau da drauf. Heute mache ich mir mal was Leckeres zum Essen. Nichts Besonderes, aber das zeige ich dann gleich.
ganz anderes Klima. Einfach super. Richtig angenehm draußen bei den Temperaturen jetzt. Ich mache mir jetzt was zu essen. So, und zwar gibt es bei mir einfach Grillfleisch. Das ist ja schon vorgewürzt, also Lamm mariniert. Aber ich grill das nicht, sondern koche das. Das habe ich beim Sepp gesehen und habe probiert. Das ist echt super lecker. Ja, das möchte ich jetzt einfach mal nachmachen. So, habe jetzt mit der Uhr mitgestoppt. Bin mal gespannt, wie lange es braucht, bis das Wasser bzw. das Fleisch richtig lecker ist. Ich bin jetzt bei einer Zeit angekommen von 9 Minuten und 19 Sekunden genau genommen. Und ich probiere mal, ob es durch ist. Voll lecker. Oh, Wahnsinn. Ist es durch? Das heißt, ich kann es jetzt noch ein bisschen im Wasser ziehen lassen und dann kann ich essen. 9 Minuten 19 Sekunden. So, und dazu gibt es ein bisschen Grünzeug. Ein Salat, ein Eisbergsalat. Der ist auch ohne Dressing. Den habe ich einfach so. Bisschen was zum Knappern dabei. Also mir schmeckt es jetzt sehr gut mit dem Fleisch, da mit dem gekochten. Eine klasse Sache. Jetzt esse ich erstmal und wir sehen uns nachher nochmal. Kurz vor 7, bisschen Abendsport gemacht noch. Kann ja nicht verkehrt sein. Ja, schon toll, was man mit der Isomatte alles machen kann, mit der Faltmatte. Mein lieber Scholli. Sogar Sport im Wald. Jo, die bescheidene Aussicht. Bisschen weniger als sonst. Was ist das halt? Ja, also was ich gar nicht mag, ist irgendwie Unordnung im Zelt. Ich habe alles immer aufgeräumt, was ich nicht brauche, das schmeiße ich hier in den, oder quetsche das in den Packsack rein. Und es muss immer alles so an seinem Platz sein, weil ich mag das nicht in der Nacht mit der Taschenlampe rumzufummeln oder zu suchen. Das nervt mich dann immer. Darum habe ich da extreme Ordnung, das richte ich mir dann schon immer so ein. Gewitter gibt's keins, wird keins erwartet, Regen auch nicht. Na dann, denke ich mal, werde ich eine erholsame Nacht haben. I hope so. I hope I can sleep this night. Echt. Ich habe immer so richtige Probleme, bei so einer Wärme zu schlafen, auch zu Hause. Okay, na dann, vielleicht schaffe ich es noch, eine schöne Zeitrafferaufnahme von den Sternen zu machen. Wenn nicht, dann ist auch gut. Bis gleich. Ciao.
guten Morgen. Oh, war das eine herrliche Nacht und die Sonne strahlt gerade rein. Super schön. So muss das sein. Mega gut geschlafen, es war richtig schön kalt, also ein bisschen gefroren habe ich sogar. Konnte wenigstens mal in den Zweckmann hier so ein bisschen reinschlüpfen. Das war schon eine ganz andere Schlafsache als wie sonst. Super, bin ganz zufrieden. Es ist 8:30 und ja, ich bleibe jetzt noch ein bisschen, ruhe mich noch aus. Und dann fange ich an, immer innen drin abzubauen. Schlafsack wegräumen, Isomatte, Kopfkissen und so weiter. Und dann gönne ich mir einen Kaffee. Das ist immer geil. Schaut euch das Moskitosnetz hier so sternförmig aus. Cool. Diese Schweinsohren hier sind ja eigentlich recht lecker, aber riechen und schmecken echt leicht nach der Marinade von dem Fleisch gestern. Irgendwie eklig, obwohl ich es doppelt verpackt hatte. Zum Pech. Naja, kann man trotzdem essen irgendwie. So. Prost Freunde, Prost Astze, Prost Sascha, Prost Sepp, Prost Carlos und alle anderen, die jetzt zusehen. Danke, dass du immer dabei bist, danke, dass ihr immer dabei seid. Schön, dann war es das wieder von meiner Tour hier. Was heißt Tour? Übernachtung, Camping, wie auch immer. Kann jeder nennen, wie er mag. Ich bin dann wieder weg. Ich packe jetzt nach dem Kaffee zusammen, naja, das meiste habe ich ja schon zusammengepackt. Und dann sehen wir uns draußen in der Natur hoffentlich wieder im schönen Wald. Viel Spaß beim Rausgehen, macht es gut, Servus, ciao.